Ja, das war die Unterrichtseinheit 1 des Programmierkurs. Fassen wir zum Schluss nochmal kurz zusammen, was wir in dieser Unterrichtseinheit gelernt haben. Basis der Programmierung ist der Computer. Als Computer bezeichnet man die Zusammenfassung von Hardware und Software zur automatischen Verarbeitung von Daten. Beim Programmieren geht es letztendlich darum, Probleme mithilfe des Computers zu lösen, das heißt Programme zu schreiben, die diese Probleme lösen. Und beim Programmieren geht es dann darum, diese Programme systematisch zu entwickeln. Das geht nicht in einem Rutsch, sondern man durchläuft dabei im Allgemeinen mehrere Phasen. Analyse, Entwurf, Implementierung und Test und parallel dazu die Dokumentation. Und nutzt verschiedene Werkzeuge wie Editore, Debugger, Compiler und so weiter. Zentraler Bestandteil in dem Sinne eines Programms ist der Algorithmus. Das heißt, das ist das Lösungsverfahren, was letztendlich das Problem lösen soll. Und diesen Algorithmus, den muss ich dann formulieren und dem Computer mitteilen. Und dazu gibt es diese Programmiersprachen. Programmiersprachen oder eine Programmiersprache ist in dem Sinne eine Notation, im Allgemeinen textuell, zur Formulierung von Algorithmen.